Grill-Community und herzlich willkommen auf dem Kanal von Ted's Barbecue. Ich bin heute bei Fleischesslust zu Gast und habe als kleines Gastgeschenk dieses wunderschöne irische Dry-Aged Tomahawk Steak mitgebracht, welches wir jetzt hier vor Ort bei Fleischesslust auf den Grill hauen. Hier ist unser wunderschönes 1 Kilogramm schweres Tomahawk vom irischen Herford-Rind. Wir werden es einfach vorneweg nur mit grobem Meersalz behandeln, dieses Mal von Ankerkraut. Und ja, werden es danach auf der 90 oder mit der 90-90-90 Methode auf dem Gasgrill grillen. Also, erstmal Meersalz auf beide Seiten. Das heißt, da brauchen wir bei der Masse an Fleisch auch nicht sparsam sein. Da haben wir sogar noch kleine Würfelchen drin. Das heißt, hier gerade das Fleisch, was später dann eben auch gegessen wird, kräftig vorneweg salzen. Bisschen andrücken. So. Und von der anderen Seite natürlich das Gleiche. Wir geben dem Fleisch jetzt ca. 20 bis 30 Minuten nochmal Ruhe, damit das Salz eben auch sich mit den Fleischsäften verbinden kann, durch die osmosische Wirkung wieder zurück in das Fleisch einziehen kann. Und dann sehen wir uns in 25 bis 30 Minuten draußen am Grill. Kerntemperatur von 53 Grad haben wir das Tomahawk Steak von der unsäglichen Hitze befreit. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eins, und zwar das Anschneiden. Ja, genau. Das Messer sieht scharfer aus. Jo. Aber es ist ein scharfes Messer. Ja, ich will auch nicht so auf dem Knochen rumgeigen, weißt du? Ist egal. Stein steht da hinten. Soll trotzdem nicht sein. Machen wir einfach mal einen Mittelschnitt, ne? Ja, schadet nicht. Sieht nach 53 Grad Kerntemperatur aus. Das lassen wir doch absolut mal so durchgehen. Ich bin Rechtshänder, deswegen müssen wir es andersrum schneiden. Fürs erste Probieren reicht das jetzt erstmal. Das Ganze wird jetzt nur noch mit ein bisschen Steak Pfeffer Hamburg, schön, von Ankerkraut verfeinert. Und dann würde ich sagen, probieren wir es mal. Lass dir schmecken, mein Lieber. So,
Du sagst, den schmeckt es nicht? Okay, dann esse ich den Rest. Leute, saugeil. Wenn ihr die Chance habt, mal an so ein Tomahawk Steak zu kommen, nehmt das Geld in die Hand. Es lohnt sich definitiv. Super lecker, super schöner Fleischgeschmack. Zart. Zart ist es ohne Ende. Garpunkt absolut schön getroffen, auch mit dieser Methode, mit der Kerntemperatur. Macht man nichts falsch in diesem Sinne. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachgrillen. Wenn euch so Videos gefallen hat, lasst uns doch ein Abonnement von unserem Kanal da oder ein Like unter unserem Video. Wir freuen uns über jeden Kommentar. In diesem Sinne, viel Spaß. Ciao.